Hallo meine lieben Zuschauer, heute darf ich euch begrüßen zu einem kleinen Makro- und Mikro-Video. Dazu habe ich mal meinen Operationsbeistelltisch hier aufgestellt mit so ein paar Utensilien, die ich üblicherweise verwende, wenn ich Makro- und Mikroaufnahmen mache. Ja, was sind eigentlich Makros? Das heißt, von Makros spricht man eigentlich, wenn man einen Abbildungsmaßstab von vielleicht ca. 3 zu 1 bis 1 zu 3, ja, ist jetzt eigentlich die Definition, mit der ich mich persönlich am meisten anfreunden kann. Das heißt, also so ein normales Makroobjektiv, hier habe ich das Sigma 105 mm 1 zu 2,8. Das hat einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 1. Das heißt, es wird ein Käfer oder was auch immer mit maximal genauso groß abgebildet auf dem Kamerasensor, wie das reale Objekt Größe hat. Deswegen Bildmaßstab 1 zu 1. Da sehen wir natürlich schon, dass wir mit dem APS-C-Sensor da natürlich eine größere Abbildung bekommen, bei gleichem Abbildungsmaßstab, wie mit einem Vollformatsensor. Von normalen Objektiven, was ich jetzt noch benutze auch, also man muss auch nicht so ein Makro haben, so wirklich viel bringt es auch nicht, was die deutlich günstigere Lösung ist und qualitativ eigentlich aufs Gleiche rauskommt, meiner Meinung nach. Das ist ein Zoom-Objektiv zu verwenden. Ich habe jetzt hier das Sony, das ist das Kit-Objektiv für die Nex, das 55 bis 210 mm. Das Gute an diesem Objektiv, finde ich, ist, dass es den 49 mm Anschluss hat. Der ist eigentlich recht universell, wenn man sich für den was kauft. Der passt auf das, da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu, das 16 mm habe ich noch da. Und aber auch das 50 mm und das 35 mm passt das alles drauf. Ja, und von der Größe her, man bekommt die Filter auch noch relativ günstig. Was man feststellen wird, dass die Naheinstellgrenze, gerade wenn man mit die Brennen, also das rausfährt, wenn man reinzoomt, dann wird die Naheinstellgrenze sehr schlecht, also sprich, die ist sehr weit entfernt. Und da dem hilft man als erstes ab, indem man solche Makro-Ringe dazwischen schaltet. Das heißt, diese Makro-Ringe machen eigentlich nichts anderes, wie den Abstand von dem Objektiv zum Sensor zu vergrößern. Und damit verringert sich der Abstand vom Motiv zum Objektiv, ja, weil diese beiden Bildweite und Gegenstandsweite, die stehen in einem Verhältnis und je weiter das Bild, also der Sensor weggeht vom Objektiv, desto näher muss das der Gegenstand ans Objektiv ran und dadurch wird natürlich auch die Vergrößerung größer, weil je weiter das Bild weg ist, desto mehr hat das Licht quasi Zeit, um sich auseinander zu driften. Ja, das kann man begrenzt machen, weil das Problem ist, irgendwann kommt man zu nah an die Frontlinse, man kriegt Beleuchtungsprobleme und das Objektiv ist auch für diesen veränderten Strahlengang nicht ausgelegt. Das Ganze wird dann unscharf, kriegt chromatische Aberrationen. Das ist begrenzt, ist es machbar. Dann kommen wir auch schon zu einer zweiten Methode, die dieses Problem nicht hat. Und zwar, das sind Close-Up-Linsen. Die bekommt man auch schon ab ein paar Euro, was ich allerdings
nicht empfehlen würde, sondern ich würde empfehlen, direkt zum sogenannten Achromaten zu greifen. Ein Achromat, das sind zwei unterschiedliche Glassorten, die unterschiedlich, das Farbspektrum unterschiedlich brechen und wie der Name schon sagt, der vermindert die chromatische Aberration, die man also mit billigen Close-Up-Linsen eigentlich immer drin hat. Da muss man dann allerdings schon circa für die Größe allein 50 Euro auf den Tisch legen für den guten Achromaten. Ich habe hier jetzt einen mit plus 5 Dioptrien. Das ist das, was ich eigentlich hier so in dem Tele-Brennweitenbereich da empfehlen würde. Es gibt auch welche mit plus 9. Ja, das würde ich nicht mehr machen. Da bekommt man dann eigentlich schon mehr Unschärfe rein, als dass es von der Vergrößerung noch bringt. Also wie gesagt, plus 5. Und das Ganze kann man dann im Endeffekt mit den Makro-Ringen auch noch kombinieren. Da kriegt man dann schon eine sehr, sehr ordentliche Vergrößerung damit hin. Da ist man dann schon eigentlich über das Makroobjektiv drüber hinaus. Ja. Wo machen wir mal weiter? Ja, genau. Wenn die Vergrößerung, ich meine, wenn man erstmal Blut geleckt hat, dann möchte man natürlich noch weiter rein. Was kann man da machen? Ich kann jetzt sowohl beim Makroobjektiv als auch bei meinem selbst frisierten Teleobjektiv kann ich nochmal einen Teleconverter dazwischen schalten. Wobei Teleconverter gibt es für E-Mount leider noch keine. Deswegen dieses Sigma, das ist ein A-Mount adaptiertes A-Mount-Objektiv und deswegen kann ich ja hier den A-Mount Teleconverter benutzen. Bei E-Mount musste ich leider einen anderen Weg gehen und zwar da habe ich mir einen Teleconverter selbst gebaut. Ich habe hier einen Makro-Ring benutzt mit einer, der mit runde Öffnung in der Mitte hat und habe hier Linsen selbst eingepresst. Damit kriege ich auch nochmal eine stärkere Vergrößerung her. Hier habe ich nochmal einen zweiten, der noch mal ein bisschen eine andere Vergrößerung hat. Ja, wenn einen das immer noch nicht reicht, dann kann man eigentlich zum Plan C gehen. Und zwar, das ist die sogenannte Retro-Stellung. Man nimmt ein Objektiv und dreht das ganze Ding rum, weil normalerweise ist es so, dass ein Objektiv ein relativ großes Bild auf einem relativ kleinen Sensor abbildet und je weitwinkliger das Objektiv ist, desto größer ist der Unterschied zwischen Gegenstand und Bild und desto größer, höher ist die Vergrößerung, die ich rauskriege. Ich habe jetzt hier, ich habe das Ganze mal ausprobiert. Was heißt ausprobiert? Ich habe es mal durchgeführt mit dem 16 mm 2,8 Pancake Objektiv von Sony. Es hat auch wieder den beliebten 49 mm Filtergewinde und den Retro Adapter. Das ist im Endeffekt, der kostet ein paar Euro. Das ist ein völlig daten- und exif-kontaktloser Metallring, der in das E-Mount-Bajonett passt und auf der Oberseite einen 49 mm Filterring drauf hat. Also in der Regel brauche ich dazu nochmal ein paar Makro-Ringe, um von dem Objektiv ein bisschen wegzukommen, weil so nah, wird das Bild nicht ausgefüllt und es ist vom Strahlengang ein bisschen ungünstig.
Und da schraube ich jetzt in Retro-Stellung das Objektiv drauf. Das kann zum Teil gerade bei diesen vollautomatischen Objektiven immer ein Problem sein, weil die sind ja nicht mehr bedienbar. Das heißt, ich kann da nicht mehr fokussieren und ich kann die Blende nicht mehr verstellen, wenn das keinen Strom hat, das Objektiv, das ist ja alles elektronisch nur noch, dann kann ich einen Trick anwenden, und zwar ich setze das Objektiv normal auf die Kamera, stelle meine Blende und meine Fokus, stelle den ein, so wie ich den haben möchte, wobei der Fokus eigentlich relativ egal ist, den kann ich durch die Entfernung immer richtig einstellen. Und dann drehe ich das Objektiv runter, ohne vorher die Kamera auszuschalten. Ja, durch das nehme ich dem Objektiv den Strom sofort weg und es hat keine Chance, hier noch irgendwas zu tun. Ja, eigene Verantwortung. Wenn ihr irgendwas damit kaputt macht, ist das, seid ihr selbst verantwortlich. Also ich sage euch nur, wie ich das mache. Und was ihr macht, das dürft ihr selbst entscheiden. Ja, da haben wir natürlich, da kommt das, genau, das eine Problem ist halt die mangelnde Kontrolle von diesem Objektiv. Ich habe gesehen, es gibt auch nochmal Makro, das habe ich bis jetzt nur für Canon gesehen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das mir selber zusammenlöte, war mir dann doch eigentlich zu sinnlos. Da, warum, kommen wir gleich noch dazu. Nochmal, es gibt einen Makro-Ring vorne drauf nochmal, der ein Kabel hat und mit einem Makro-Ring da hinten quasi verbunden ist und die Objektivinformationen nach vorne holt, und damit kann man dann das Objektiv noch bedienen. So, aber das Problem ist, dass diese Objektive sowieso hier so breit und ausladend sind und ich hier eigentlich auf wenige Millimeter an das Motiv ran muss, und durch das ja, bringt mir die ganze Geschichte eigentlich, ja, also ich komme mit dem, obwohl es eigentlich einen größeren Abbildungsmaßstab ergeben würde, es ist in der Praxis trotzdem schwierig, den Abbildungsmaßstab dann noch weiter damit zu vergrößern mit normalen, ja, regulären Objektiven in Retro-Stellung. Daher bin ich jetzt ja auf die, ja, Idee gekommen, ich will mir Objektive besorgen, die schlanker, schmaler sind. Die müssen ja auch gar nicht für APS-C geeignet sein. Das reicht auch völlig aus, wenn die für ein noch kleineres Format geeignet sind. Da habe ich jetzt zum Beispiel eins, das habe ich ganz neu, das habe ich noch gar nicht benutzt. Und zwar, das sind TV-Lens, nennt sich das. Das sind Linsen für Überwachungskameras. Es hier hat einen Bildkreis, der ist kleiner als APS-C, aber durch das, dass wir das in Retro-Stellung benutzen, ist das ja, spielt das ja keine Rolle. Da ist ja das Bild dann eigentlich da, wo normal, also umgekehrt. Und das hier hat 8 mm Brennweite, also sehr, sehr gut für Makro auch geeignet. Und vor allem, es hat eine Blende. Ja, das heißt, ich kann hier auch nochmal abblenden und die Schärfentiefe erhöhen. Ja, was natürlich dann gleichzeitig mit einer Belichtungs... ich brauche dann natürlich automatisch mehr Licht. Und ja, das werde ich demnächst auch nochmal testen, was man damit rausholen kann. Und was natürlich dann auch nochmal eine Geschichte ist, ich habe hier von der ganz alten Kamera, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das herkommt, also da habe ich mal geschaut, das ist von Zeiss. Also ich habe geschaut nach alte, hochwertige Objektive und habe ich dieses Zeiss gefunden, das hat hier auch eine Blende, die geht bis... wie weit gehe ich? Bis 12. Und ja, das ist auch sehr, sehr schmal von. Das eignet sich, da ist leider die Optik schon etwas, ja, ich sage jetzt mal, nicht mehr ganz neuwertig sauber. Ja. Das ist schon leicht, ja, Alterserscheinungen. Macht auch noch Bilder, ist vom Kontrast her halt nicht mehr ganz neuwertig, hochwertig. So,
Natürlich ja, fragt man sich dann, was kommt als nächstes? Ja. Ja, bevor man, also alles halt immer noch in die Richtung, dieses Objektiv, dieses, das hat 20 Euro gekostet, das andere ja, auch gebraucht, Markt, ein paar 20 Euro vielleicht. Ja, ja, jetzt habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert und zwar habe ich mir solche Mikroskopobjektive besorgt. Ja. Da gibt es welche mit 160 mm Optik, also das heißt, die haben hinten raus zur Bildseite 160 mm Fokussierabstand und vorne, ja, das ist, schweigt sich der Hersteller darüber aus, das muss man halt ausprobieren. Ne? Die Objektive, die haben natürlich keinerlei Fokussierungssystem und keinerlei Blende und nichts. Ja, ist offenbar im Mikroskopiebereich, ja, also ich habe einmal habe ich ein Mikroskopobjektiv gesehen, was eine Blende hat. Aber ich denke, da hat man dann normal, wenn man wirklich in starke Vergrößerungen reinkommt, hat man sowieso solche lichtschwache Eigenschaften schon, dass man da abblenden. Ja, eigentlich dann normalerweise nicht mehr braucht. Also ich habe da jetzt unterschiedliche Sachen. Das hat eine Dreifachvergrößerung hier. Damit kann man eigentlich schon anfangen. Damit kann man eigentlich dann schon mal, also das wäre quasi die nächste Vergrößerungsstufe über so eine Makrogeschichte drüber hinaus. Oder da fängt es dann, da geht es dann ungefähr weiter. Hier habe ich nochmal eins in einer Unendlich-Optik. Das kann man, wenn das unscharf ist, auch nochmal mit einer so einer eigengepressten Linse, kann man das nochmal pimpen. Das ist ein 10X Planachromat von Carl Zeiss. Ja. Das war bestimmt auch teuer. Das habe ich auch gebraucht, gekauft. Also solche, gerade von so Mikroskopen, da gibt es die gibt es wie Sand am Meer. Da muss man sich halt ein bisschen informieren, was man verwenden kann und was ungünstig ist. Hier habe ich dann mal, da wollte ich es unbedingt wissen. Ja. Das ist ein 60-fach Vergrößerung. Also mit dem Ding ist es eigentlich schon fast nicht mehr möglich, normal Bilder zu machen. Ja. Es gibt ja auch richtige Mikroskopfotografie, da wird das Ganze dann extrem kompliziert gemacht. Da wird ein Mikroskop, also das Objektiv und dann noch das, dann kommt er dann noch irgendwie in diesen Tubus, dann ist ja da noch eine Linse drin und dann hat man noch ein Okular und einen Adapter für die Kamera, ja, also und einen Beleuchtungstisch und weiß der Geier, ja, also das ist, da kann man dann, ich meine, klar, man kann sich natürlich irgendwie für 8.000 Euro so ein Labormikroskop herstellen. Ja, also ich meine, für mich ist das mehr die Bastelkiste. Ja. Naja, was man halt insgesamt dazu noch braucht, das ist jede Menge Adapterringe. Ja. Die kosten in der Regel was zwischen 3 Euro und für manche Ringe, da fragst du dich, warum, die kosten dann, habe ich auch schon mal 30 Euro für den Ring gezahlt. Ja, oder für so ein lustigen Mikroskopobjektivadapter, ja, der dann auf 42 mm geht, mit dem ich wieder keinen Adapterring habe. Ja. Dann habe ich mir das Ganze, habe ich das anders gemacht? Ja, genau, dann habe ich das anders gemacht und zwar habe ich dann mir einen Mikroskopobjektiv, das ist so ein kleiner Adapterring, den habe ich mir bestellt, den habe ich glaube ich aus der Ukraine, also ganz dubios, wo ich den bekommen habe. Und der hat auch auf der Außenseite wieder in überhaupt nichts reingepasst. Und dann habe ich diese normalen Step-Up-Ringe, also die sind ja jetzt die Retro rückwärts montiert mit diesem, wo ist er? Der sitzt jetzt, irgendwo sitzt er drauf, mit diesem NEX-D
direkt auf 49 mm Filteradapter bin ich jetzt mit einigen Step-Up-Ringen, die ja jetzt praktisch durch das umgekehrt Step-Down-Ringe sind, ja, und habe in den letzten kleinen 30 mm habe ich dann diesen Mikroskop-Objektiv-Adapter eingepresst. Ja, bisschen mit Klebeband umwickelt und dann rein damit. Und damit, da kann ich jetzt, also hier habe ich nochmal einen kleinen Adapterring, um die Mikroskopobjektive für unendlich Optik zu benutzen. Das ist eigentlich der einzige Grund, den eigentlichen Tubus verwende ich nicht. Und die normalen 160 mm, die endlich Optiken, die passen jetzt, die kann ich direkt hier drauf schrauben. Ja. Und ja, jetzt finde ich den Retro-Ring nicht mehr, ja, aber macht nichts. Genau, der kommt dann da drauf. Ja, ja, da ist er. Genau. So, und dann kann ich das hier eigentlich direkt an die Kamera montieren. Ja. Was braucht man noch? Das habe ich schon mal gezeigt. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Ja. Eine Eieruhr. Ja. Da dürft ihr euch gerne noch mal ein anderes Makro-Video anschauen. Da geht es darum, wie mache ich meine Aufnahmen, wie mache ich 50 oder Aufnahmen mit ganz minimal veränderten Fokus. Ich stelle den Käfer oder was ich fotografiere auf die Eieruhr und mache mit meinem Timer die NEX, die kann ja Einzelbildaufnahmen machen. Da mache ich zack, 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 Blitz, 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 Blitz. Ja. Blitzen, die eingebaute in der NEX, die Serienbildaufnahme, also entweder ihr benutzt irgendwie so einen Auslöser, den man in den USB-Anschluss in die Kamera reinstecken kann, den man programmieren kann, dann funktioniert der Blitz, auch der eingebaute, oder ihr benutzt einen Aufsteckblitz und zwar keinen TTL-Blitz, sondern einen Fremdblitz, ja, zum Beispiel so einen Yongnuo für 45 Euro und der löst dann auch bei diesem Zeitraffer, also ihr benutzt diese Timelapse-App und nehmt aber nicht keinen Videofilm auf, sondern Einzelbilder und dann könnt ihr damit getimed praktisch mit der Eieruhr, tak, 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 macht ihr jede Sekunde, 2 Sekunden, 5 Sekunden, je nachdem Vergrößerung macht ihr ein Bild und dann könnt ihr das Ganze zusammensetzen, aber das seht ihr im anderen Video. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war jetzt so die kleine Übersicht über meinen Beistelltisch Operation Makro, Mikrofotografie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, beim Mikroskopaufnahmen und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr wie immer unter dem Video kommentieren. Wenn ich dazu komme, versuche ich darauf zu antworten. Und ansonsten abonniert meinen Kanal, damit ihr mitbekommt, wenn neue Fototutorials kommen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.